Hallo, ich lebe noch, wie ihr sehen könnt. Ich hatte euch zwar kurz eine Nachricht zukommen lassen, aber ich dachte, ich mache es nochmal jetzt, heute. Da bin ich wieder. Ich habe gestern Abend erfahren, dass ich alle meine Uni-Sachen bestanden habe und ich da nicht mehr hin muss. Yay. Und jetzt muss ich nur noch am 8. Juli nach Nimwegen, um mein Diplom abzuholen. Oder was auch immer es im Endeffekt sein wird, das wissen sie leider in Holland nicht. Egal. Ja, also ich bin wieder da. Ich habe jetzt auch wieder ein bisschen Zeit, mich hier hinzusetzen und für euch Videos zu machen. Und das wollte ich euch jetzt eben mitteilen. Ja, gestern Abend war ich dann noch im Kino, habe mir zum zweiten Mal Sex in the City 2 angeguckt und war auch beim zweiten Mal noch begeistert. Ja, wenn ihr dazu irgendwas wissen wollt, guckt ihr am besten bei Set & Top vorbei. Die hat nämlich eine ganz coole Review gemacht. Und bevor ich euch das auch nochmal alles erzähle, ja, egal. Meine Meinung dazu auf jeden Fall, ich mag den Film. Für einen zweiten Teil ist es ein sehr guter Film. Und ja, guckt ihn euch an, wenn ihr Lust drauf habt. Was kann ich euch noch erzählen? Ich war am Wochenende auf einer Hochzeit von sehr guten Freunden von uns. Und das hat auch irrsinnig viel Spaß gemacht, auch wenn es extrem anstrengend war, was auch ein Grund war, warum ich keine Zeit hatte, Videos zu drehen, weil wir jeden Tag da waren vor der Hochzeit, um denen zu helfen, der Braut die Nägel zu machen und so weiter und so fort. Es war schwer anstrengend, aber es war auch schwer wunderschön. Und wir haben schön gefeiert, haben auch viel getrunken, aber irgendwie, ja, keine Ahnung. Vergesst den Satz. Ja, und dann waren wir, glaube ich, um 3 Uhr nachts zu Hause und sind dann todmüde ins Bett gefallen. Was habe ich denn noch gemacht in den letzten Wochen? Wochen. Ja, es ist schon so lange her. Wochen. Hätte ich mir vielleicht vorher überlegen sollen. Egal, dann erzähle ich euch jetzt noch was anderes. Ich fahre nächste Woche am 18., das ist ein Freitag, am Deutschlandspieltag. Ich hoffe, dann sind wenigstens die Autobahnen frei, wenn ich mich schon auf die Autobahn begebe beim Deutschlandspiel. Jedenfalls fahre ich nach Osnabrück und besuche Diana. Und von da aus fahren wir dann nach Hamburg und da treffen wir uns mit Pia. Hey, hey, ich freue mich schon voll. Und dann machen wir ein Mädelswochenende in Hamburg. So, dann hoffen wir natürlich, dass die Jungs nicht aus dem Fußball fliegen, damit sich das auch lohnt, dass ich auf die Autobahn rase, wenn das Deutschlandspiel ist. Ah, ich bin schon ganz aufgeregt. Ja. Super, ich habe gerade erst mal 3 Minuten gequatscht und sonst weiß ich nicht, wie man mich stoppen soll beim Reden. Ich überlege gerade, was habe ich denn noch alles gemacht? Auf jeden Fall schon mal danke für eure, apropos danke, bin ich eigentlich doof? Danke, Leute! Boah, bin ich Banane. Danke, 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 danke schön, dass ihr mich abonniert habt. Ich war so aufgeregt, bin ich. So, dass ihr mich so fleißig abonniert habt. Ich hab mich da wirklich sehr drüber gefreut. Ich habe auch wirklich versucht, jedem zurückzuschreiben. Bei 2, 3 konnte ich den Kanal irgendwie nicht öffnen. Was auch immer das ist, ich weiß es nicht. Aber da konnte ich mich dann nicht bedanken. Fühlt euch hiermit bedankt. Und ja, ich bin wirklich sehr, 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 sehr geschockt über die vielen Mails, die ich zwischendurch kriege. Und freue mich wirklich sehr. Ja, das wäre dann schon mal mein erstes Danke. Dankeschön. Mein zweites Danke ist für die 2, 3 lieben Tipps, die ich bekommen habe. Welche Videos ihr gerne sehen wollt, das dürft ihr auch gerne weiterhin tun. Ich bin immer neugierig, was ihr gerne sehen wollt. Dann wird nämlich der Mein Kosmetik-Tag, meine Kosmetik-Geschichte-Tag folgen. Oh, Sarah. Es ist erst 8 Uhr morgens, ich finde, da darf ich noch ein bisschen verballert sein. Ja, also dann meine Kosmetik-Geschichte, den Tag werde ich euch machen. Dann irgendwann auch nach Hamburg dann einen Haul.
Aber momentan habe ich nichts eingekauft. Ich war sogar gestern in einer Stadt, wo es H&M gab und noch ein paar andere Geschäfte und ich habe nichts gekauft. Nichts gekauft. Ja, ich bin stolz auf mich. Das ist wirklich harte Arbeit gewesen. Ja, dann kommt noch der Sommertag, den ich weiß leider nicht, wer gestartet hat, aber ich habe ihn auf jeden Fall bei Empathy 25 gesehen. Und ich fühle mich mal durch alle angetaggt, deswegen fühlte ich mich angesprochen. Mache ich den auch mal. Und ja, mein Lieblings-Sommer-Outfit werde ich noch mal euch zeigen. Was habe ich denn noch? Ja, ich bin auf jeden Fall auf Ideen und Sammelsuche. Ideen und Sammelsuche. Oh Mann. Ich bin auf jeden Fall auf Ideensuche und sammle gerne auch eure Vorschläge. Also schreibt sie mir einfach unten in die Kommentare. Und ja, deswegen werde ich mir mein sehr verpeiltes Gequatsche von 6 Minuten jetzt einfach stoppen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich versuche jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 28 Videos zu drehen. Mal gucken. Und ihr werdet jetzt wieder ein bisschen mehr von mir sehen. Also,